Die wahren Kräfte der Blackbeard-Piraten gehören auf jeden Fall zu den meistdiskutierten Themen, weil wir ja auch wissen, dass die Blackbeard-Piraten sehr wahrscheinlich die letzten Gegner sein werden von den Strohpiraten, zumindest abgesehen von der Weltregierung. Deswegen wird noch demnächst der Kampf gegen die Blackbeard-Piraten stattfinden und somit fragt man sich natürlich, was die einzelnen Mitglieder wie beispielsweise Avalo Pizarro oder alle weiteren drauf haben. Da wir aber von Jimbe erfahren haben, dass die Blackbeard-Piraten in der neuen Welt bzw. nach dem Timeskip auf der Suche sind nach neuen starken Teufelsfrüchten und weil wir auch gesehen haben, dass Barges auf Dressrosa aufgetaucht ist, um zum einen die Feuerfrucht zu bekommen, was er nicht geschafft hat, und um dann später die Frucht von Ruffy zu bekommen, was dann auch nicht wegen Sabo geklappt hat, können wir auf jeden Fall davon ableiten, dass sehr viele Teufelsfrüchte sich bei den Blackbeard-Piraten befinden und dass somit auch möglicherweise alle Blackbeard-Piraten jeweils eine Teufelsfrucht haben. Dabei stelle ich euch hier in diesem Video meine Theorien vor zu den Teufelsfrüchten von den Blackbeard-Piraten, von denen ich mir auch sehr sicher bin, dass diese Theorien eintreffen werden, beziehungsweise dass die Blackbeard-Piraten auch schlussendlich diese Teufelsfrüchte haben werden. Also bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr euch auf den möglicherweise nächsten Gegner der Strohpiratenbande und zwar auf die Blackbeard-Piraten vorbereiten könnt und was diese für Teufelsfrüchte haben könnten. Deswegen könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen sollte und wenn ihr auch meinen Kanal unterstützen wollt für den YouTube-Algorithmus. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne eure Meinung zu meinen Theorien in die Kommentare schreiben und auch sehr gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren One Piece Videos mehr zu verpassen. Aber ja Leute, viel Spaß bei diesem Video. Shusui One Piece, alles rund um One Piece Theorien. Weeha! Weil es dabei in diesem Video um Teufelsfrüchte geht, also um die größte und interessanteste Kraft- und Energiequelle, die es in der Welt von One Piece gibt, ist es für mich auch sehr wichtig, dass eure Energie dabei nicht vernachlässigt wird und deswegen stelle ich euch hier den Partner des heutigen Videos vor, und zwar Holy Energy. Holy Energy ist ein Gaming Booster, der die perfekte Kombination aus gutem Geschmack, fairem Preis und Gesundheit verbindet. Holy bietet dabei auf dem gesamten Markt den besten Geschmack durch 100%ig natürliche Fruchtaromen und Farben und schmeckt auch aufgrund dieser Natürlichkeit überhaupt nicht künstlich, sehr fruchtig, ist dabei auch sehr erfrischend und dabei natürlich wohlgemerkt das Ganze komplett ohne Zucker. Aus einer Dose Holy Energy kommen insgesamt 50 Portionen raus. Das entspricht gerade einmal 80 Cent pro Portion, die ihr ganz einfach zu Hause zubereiten könnt. Und zwar nehmt ihr euch einen Shaker, dazu eiskaltes Wasser und ein Scoop von Holy Energy. Das Ganze vermischt ihr ordentlich und könnt somit auch ohne schlechtes Gewissen durch die wenigen Kalorien einfach den Energy genießen. Dabei trinke ich Holy entweder beim Zocken oder wenn beispielsweise auch meine lange Schnittnacht zustande kommt aufgrund eben der One Piece Videos oder wenn ich einfach mal während des Tages einen Hänger habe, um neue Energie zu bekommen. Und auch das Rating von Holy Energy bei Trustpilot spricht in deutlicher Sprache. 4,8 von 5 möglichen Sternen bei zahlreichen Bewertungen kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Und dabei konnte mich von dem Probierpaket, das ich von Holy bekommen habe, auf jeden Fall der Citrus Cobra Geschmack am meisten überzeugen, der wie ich finde aufgrund der Zitrusnote in Verbindung zu eiskaltem Wasser auf jeden Fall die perfekte Erfrischung während des Sommers darstellt. Mit dem Code SHUSUI5 könnt ihr euch dabei, wenn ihr das erste Mal bei Holy Energy bestellen solltet, das Probierpaket mit 14 Sorten von 7 verschiedenen Geschmäckern holen und somit die verschiedenen Geschmäcker von Holy testen. Mit meinem Code bekommt ihr dabei einen Rabatt von 5 Euro bei der ersten Bestellung. Das Probierpaket würde somit also 14,99 Euro kosten und ihr würdet mich dabei auch sehr unterstützen. Code und Link zu Holy und dem Rabatt befinden sich in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Der Wano Kuni Arc neigt sich seinem Ende zu und somit werden die Strohpiraten demnächst auch Wano Kuni verlassen und ein neues Abenteuer beginnen. Dabei gibt es immer noch eine Piratenbande, die auf jeden Fall extrem stark sein muss, weil es eine Kaiserbande ist und die noch förmlich auf die Strohpiraten wartet, beziehungsweise auf die Strohpiraten auf jeden Fall stoßen werden und dass somit auch die Kämpfe der Strohpiraten gegen diese Piratenbande auf jeden Fall auch stattfinden werden. Und dabei gibt es auch perfekte Matchups von den Strohpiraten gegen eben diese Piratenbande und zwar natürlich gegen die Blackbeard-Piraten. Die Blackbeard-Piraten werden schlussendlich, wenn es zu einem großen Kampf kommen wird gegen die Strohpiraten, definitiv Teufelsfrüchte haben und das sehr wahrscheinlich bei jedem einzelnen Mitglied. Also jeder Blackbeard-Pirat wird sehr wahrscheinlich Teufelskräfte besitzen. So, jetzt ist aber auch genug geredet und wir beginnen erstmal mit dem Kommandanten des ersten Schiffes der Blackbeard-Piraten und zwar mit Jesus Barges. Jesus Barges ist ein Charakter, der auf jeden Fall eine Teufelsfrucht braucht. Wir haben auf Dressrosa gesehen, dass er zumindest damals noch keine Teufelskräfte besessen hat. Er wollte die Feuerfrucht, die später Sabo gegessen hat und er hat dann später auch schlussendlich gegen Sabo verloren im Kampf. Aber auf jeden Fall, Barges hat noch keine Teufelskräfte. Dabei hatte er aber, wie gesagt, erstmal Interesse an der Feuerfrucht, was nicht geklappt hat. Und er war auch generell auf Dressrosa mit dem Beute, in dem wahrscheinlich Früchte drin waren, damit, wenn jemand mit Teufelskräften sterben sollte, die jeweilige Teufelsfrucht bei Barges wieder nachwächst. Und wir haben ja auch am Versuch von Barges gesehen, als er Ruffy töten wollte, wegen seiner anscheinenden Gummifrucht,
dass Bartus auf jeden Fall irgendeine Frucht haben wollte, damit er nicht mit leeren Händen nach Hause kommt zu den Blackbeard-Piraten. Das heißt, Bartus wird sehr wahrscheinlich eine Frucht auf Dressrosa bekommen haben, denn wir können eben sehen, dass Bartus sehr lange während des Dressrosa-Arcs diesen Beutel mit dem Teufelsfruchtmuster um den Hals hatte, aber später, nachdem die meisten Charaktere schon besiegt worden sind, aber als Bartus noch ein letztes Mal gegen Sabo gekämpft hat, hatte Bartus eben nicht mehr diesen Beutel um. Das heißt, er wird sehr wahrscheinlich irgendeine Frucht bekommen haben, diese Frucht mit dem Beutel vielleicht irgendwo versteckt haben, damit er im letzten Kampf gegen Sabo diese Frucht auf jeden Fall nicht verlieren wird. Aber er wird auf jeden Fall fündig geworden sein. Denn welchen Grund sollte es sonst geben, dass Bartus eben diesen Beutel auf einmal verlieren sollte? Also er wird ihn wahrscheinlich versteckt haben, weil er eine Frucht gefunden hat. Dabei können wir mal drauf schauen, welche Personen mit Teufelskräften haben wir nach den Kämpfen nicht mehr wirklich gesehen, beziehungsweise sie lag einfach regungslos auf dem Boden und wir konnten eben nicht sagen, ob diese Person eben ohnmächtig ist oder möglicherweise auch gestorben ist. Und zwar Pika. Pika ist ein Charakter, der gegen Zorro gekämpft hat und folglich auch gegen Zorro verloren hat. Deshalb wurde er natürlich auch bewegungsunfähig beziehungsweise ohnmächtig, weil er eben gegen Zorro gekämpft hat und verloren hat. Aber was fällt dabei auf? Es gibt natürlich beispielsweise Theorien, dass Bartus genau wegen dem gleichen Aussehen wie Josu, zumindest vom Körper her, die Diamantenfrucht bekommen wird. Es gibt an sich nur das Indiz dafür, dass Bartus die Diamantenfrucht bekommen wird, wegen eben der anatomischen bzw. wegen der körperlichen Referenz zu Josu. Wenn wir jetzt auf Pika schauen, Pika sieht fast genauso aus wie Jesus Bartus. Also körperlich sehen sich die beiden unfassbar ähnlich. Auch Pika ist extrem trainiert, wie auch Bartus. Die beiden haben ein relativ ähnliches Gesicht, was wir zumindest unter der Maske von Pika sehen können. Und dazu natürlich auch die Haare von Pika, die auch genauso aussehen wie die Haare von Bartus. Also wenn man wirklich bei Bartus mit dem Argument kommen möchte, dass er eine bestimmte Teufelsfrucht bekommen wird, wegen dem Aussehen, dann auf jeden Fall die Frucht von Pika, und zwar die Steinteufelsfrucht. Somit wäre es eben so abgelaufen, dass Bartus nach seiner ersten Niederlage gegen Sabo erstmal weggeschleudert wurde und dabei auf den regungslosen Pika getroffen ist, ihn getötet hat, seine Steinteufelsfrucht bekommen hat und den Beutel der Teufelsfrüchte eben versteckt hat irgendwo, damit er diesen Beutel auf jeden Fall nicht gegen Sabo verlieren wird. Und somit wäre auf jeden Fall zum einen die Steinteufelsfrucht von Pika für Bartus möglich. Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise, dass Bartus die Tatzenfrucht von Kuma bekommen wird. Bartholomäus Bär konnte zwar durch die Rebus von Mary Jo fliehen, allerdings gibt es schon einige Indizien dafür, dass Bartus diese Frucht bekommen könnte. Beispielsweise trägt Kuma immer eine Bibel mit sich und da ist auch Bartholomäus. Dabei ist auch Bartholomäus einer der Jünger von Jesus gewesen, somit können wir davon ableiten, dass Kuma eine Verbindung hat zu Jesus bzw. zum Christentum. Dabei heißt ja auch Bartholomäus Jesus Bartholomäus, also Jesus. Somit wäre das schon mal eine starke Verbindung von Bartholomäus zu Kuma. Dazu kommt noch, dass Bartholomäus am 25. Dezember Geburtstag hat, also auch genauso wie Jesus. Dabei ähneln sich die beiden auch körperlich sehr stark, denn Bartholomäus hat ein sehr breites Kreuz bzw. generell sein Oberkörper ist wirklich sehr breit, aber die Beine werden bei Bartholomäus eben nicht trainiert bzw. diesen bei ihm eben sehr dünn, genauso wie auch bei Kuma. Und dazu kann man auch noch sagen, dass Bartholomäus nach dem Timeskip genau die gleichen Handschuhe trägt wie auch Kuma. Dabei trägt Kuma diese Handschuhe, um seine Tatzen zu verdecken. Das gleiche wird auch bei Bartholomäus passen, wenn er genau diese Handschuhe bekommen hat durch Oda, weil Oda auch die Tatzen von Kuma bei Bartholomäus verstecken wollte. Aber ich denke, diese Theorie ist schon relativ unwahrscheinlich geworden, weil Kuma eben gerettet wurde und somit auch in nächster Zeit sehr wahrscheinlich nicht mehr durch die Blackbeard-Piraten getötet wird. Und die letzte von den drei Varianten wäre die Hitzefrucht von Oven. Dafür müssten die Blackbeard-Piraten auch voll Island gewesen sein, beziehungsweise sie müssten sich immer noch auf Whole Cake Island befinden, und dafür spricht auch die Cover Story. Denn in der Cover Story haben wir gesehen, dass zwei Personen auf Whole Cake Island aufgetaucht sind, und dabei würden die meisten sagen, okay, das waren die Windsmokes, also eben Ichiji und Reiju, weil wir sie kurz darauf gesehen haben, wie sie ihre beiden Geschwister gerettet haben. Hier ist aber die Sache, dass es logisch betrachtet eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass die beiden waren, die auf Chocolate Town aufgetaucht sind, denn wir haben schon vorher Reiju und Ichiji gesehen, also zwei, drei Kapitel vorher in der Cover Story. Und da hatten sie ihre Raid-Suits an. Dann haben wir gesehen, auf Whole Cake sind zwei Personen aufgetaucht, die eben keine Raid-Suits anhatten. Und als Reiju und Ichiji ihre beiden Geschwister gerettet haben, da hatten sie wieder ihre Raid-Suits an. Und ich finde, das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn die beiden ihre Raid-Suits ausgezogen haben, damit sie eben auch wirklich auftauchen. Gerade in so einer Situation, wo sie mit einem Kampf rechnen müssen, gegen beispielsweise Cracker oder so, da müssen sie auf jeden Fall ihre Raid-Suits angezogen haben. Das hätten sie eben nicht, was natürlich gar keinen Sinn ergibt, dass sie sich die Raid-Suits vorher ausgezogen haben und dann wieder angezogen haben auf Whole Cake. Wie gesagt, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, es waren zwei andere Personen, und zwar eben Leute von den Blackbeard-Piraten. Es würde perfekt passen, weil Big Mom gerade natürlich weg war auf Wano Kuni und Whole Cake frei war. Und somit war natürlich auch die perfekte Chance dafür da, beispielsweise das Raw-Pornoglyph von Big Mom zu klauen, andere Pornoglyphe, beispielsweise Pudding zu kidnappen wegen dem dritten Auge
Oder beispielsweise auch, damit die Blackbeard-Piraten neue Teufelsrüchte bekommen, oder würde, wie ich finde, die Hitzefrucht von Owen perfekt zu Barges passen. Denn wie gesagt, wenn die Blackbeard-Piraten erfolgreich sind, dann werden sie sich wahrscheinlich mindestens eine Teufelsfrucht holen und ich finde, die Hitzefrucht würde dazu perfekt passen. Denn Barges war auch die Person, die eigentlich die Feuerfrucht bekommen sollte, er hat sie aber nicht bekommen und Barges wird auch nicht mehr die Feuerfrucht bekommen, dafür müsste Sabo sterben, was natürlich nicht passieren wird, nur damit Barges neue Teufelsfrucht bekommen wird. Somit, wenn eben Barges nicht die Feuerfrucht bekommen kann, dann möglicherweise eben die Teufelsfrucht, die der Feuerfrucht am nächsten ähnlich ist, und das wäre eben die Hitzefrucht von Owen. Sie würde, wie ich finde, sehr gut zu Barges passen. Und wenn man auch wieder das Argument bringen möchte mit der körperlichen Ähnlichkeit, dann sehen wir auch hier, dass sich Barges und Owen relativ ähnlich sehen vom Körper her. Dazu trägt Owen beispielsweise auch seinen richtig auffälligen Gürtel, genauso wie auch der Champion-Gürtel von Barges, und beide haben auch Handschuhe, was man als Argumente nehmen könnte. Das wären keine krassen Indizien, aber es könnte schon dafür sprechen. Und dazu kommt noch, dass wir während des Soul Kick Arcs so gut wie nie ein Lächeln in Owen gesehen haben. Owen ist vom Charakter her immer sehr mürrisch, würde ich sagen. Also immer mit einer aufgezogenen Miene, immer sehr schlecht gelaunt. Und ausgerechnet während der Cover-Story, wo es möglich wäre, dass sich auch zu dem Zeitpunkt die Blackbeard-Piraten auf Vollkick befunden haben, da haben wir Owen gesehen, wie er Niji und Yonji ins Labor gebracht hat. Und da hat Owen auch sehr krass gelächelt, was für ihn als Person eigentlich nicht unbedingt passend ist. Und somit wäre es auch vorstellbar, dass es eigentlich gar nicht Owen war, sondern Katharina Devon, die sich in Owen verwandelt hat, nachdem die Blackbeard-Piraten Owen getötet haben, um an die Teufelsfrucht zu kommen. Denn bei Devon haben wir beispielsweise auch bei Absalom gesehen, dass sie sich in eine tote Person verwandelt hat und da auch sehr gut gelaunt war. Das gleiche könnte hier auch bei Owen der Fall sein. Somit kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Barges entweder die Hitzefrucht von Owen bekommen wird oder, was aufgrund von Chapter 1054 unwahrscheinlicher geworden ist, dass Barges die Tatzenfrucht von Kuma bekommen wird oder die Steinteufelsfrucht von Pika. Ich denke, eine von den drei Teufelsfrüchten wird Barges bekommen und diese Frucht wird dann Barges auch zum Endkampf haben gegen beispielsweise Sanji oder Jinbei oder gegen wen auch immer Barges im Endkampf antreten wird. Ich persönlich bin mir aber dennoch sicher, dass Barges durch die neue Teufelsfrucht, die er auf jeden Fall eines Tages bekommen wird, sehr viel stärker wird als das, was wir auf Dressrosa von ihm gesehen haben. Der Kommandant des zweiten Schiffes ist Shiryu des Regens, von ihm wissen wir schon, dass er der Nutzer ist von der Unsichtbarkeitsfrucht und die Unsichtbarkeitsfrucht kommt von Absalom, eine Person, die sehr loyal war zu Gecko Moria und auch während des Timeskips zum Reporter wurde. Das heißt, von der Piratenkarriere wechselte er zum Reporter, als Moria offiziell verstorben ist. Dabei wissen wir bis jetzt von dieser Teufelsfrucht nur, dass sich der Nutzer eben auch selber unsichtbar machen kann. Ich persönlich denke schon, dass da viel mehr möglich ist, weil, wenn wir mal ehrlich sind, Absalom war schon ein cooler Charakter, aber auf jeden Fall alles andere als stark und bei weitem nicht auf dem Niveau, was beispielsweise der Durchschnittspirat in der neuen Welt haben sollte. Somit glaube ich schon, dass Shiryu, ein Charakter wie eben Shiryu, der eben so unfassbar stark ist und der zweite Mann ist von Blackbeard, dass er mit der Unsichtbarkeitsfrucht eben noch viel mehr anstellen kann als Absalom und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Shiryu beispielsweise andere Gegenstände oder Personen auch unsichtbar machen kann und eben nicht nur sich selber. Wir haben beispielsweise gesehen in Kapitel 925, da war die Thriller Bug noch vor Beehive, also vor dem Hauptquartier der Blackbeard-Piraten, und in Kapitel 956, bevor Blackbeard losgesegelt ist, haben wir gesehen, dass die Thriller Bug wieder weg war. Entweder ist Gecko Moria mit einigen Blackbeard-Piraten eben mit der Thriller Bug weggesegelt, oder Shiryu hat das Schiff unsichtbar gemacht, damit die Allgemeinheit beispielsweise nicht darauf kommt, dass Moria nun Teil ist von den Blackbeard-Piraten. Also, dass eben niemand das berühmte Schiff, die Thriller Bug von Gecko Moria, bei den Blackbeard-Piraten sieht. Das wäre vielleicht möglich. Auf jeden Fall glaube ich, dass Shiryu mit der Teufelsfrucht von Absalom, mit der Unsichtbarkeitsfrucht, noch sehr viel mehr anstellen kann und sich beispielsweise auch dadurch zu nichts verwandeln kann, weil die Steigerung von Unsichtbarkeit wäre in dem Fall zum Beispiel einfach mal nichts, dass man Shiryu beispielsweise auch mit dem besten Observationshaki einfach nicht aufspüren kann. Das wäre aber auch nur eine Theorie von mir. Wir können uns aber auf jeden Fall sicher sein, dass Shiryu mit der Unsichtbarkeitsfrucht noch sehr viel mehr anstellen kann als Absalom. Der Kommandant des dritten Schiffes der Blackbeard-Piratenbande ist der Scharfschütze der Bande, und zwar Van Oga. Bei Van Oga denke ich, dass er eine Zoan-Frucht bekommen wird. Ich denke, es wäre das Passendste eben zu ihm, dass er der Nutzer wird von einer Zoan-Frucht, weil eine Logia-Frucht würde zu Van Oga, wie ich finde, nicht passen. Eine Paramezia könnte zwar an sich schon sein, beispielsweise die Frucht von Foxy oder die Frucht von Bartolomeo, wäre zwar an sich ganz gut für einen Scharfschützen wie eben Van Oga. Andererseits wird ein Bartolomeo sehr wahrscheinlich eben nicht gegen Blackbeard sterben, nur damit Van Oga seine Frucht bekommen wird. Wenn dann, dann wird Bartolomeo eher gegen Shanks sterben, was wir momentan im Manga geschehen sehen. Und deswegen, wie gesagt, die Barrierenteufelsfrucht würde ich bei Van Oga ausschließen. Die Lahmfrucht von Foxy wäre, wie ich denke, auch sehr unrealistisch, weil Foxy für Filler immer verwendet wird, im Kennengeschehen aber wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird. Und deswegen wird Van Oga, wie ich denke, eine Zoan-Frucht bekommen, und zwar eine Schneckenfrucht. Denn Van Oga heißt ja eigentlich im Englischen Van Augur, und Augur ist der Name einer Schneckengattung, und zwar von den Conus Augur. Diese Schnecken
Fähigkeiten gelten als äußerst räuberisch und giftig, was, wie ich denke, auf jeden Fall sehr gut zu den Blackbeard-Piraten passt, wie eben auch beispielsweise Van Oga, dem generell Lebewesen und ihr Leben komplett egal sind. Das haben wir auch gesehen vor Jaya. Da hat Van Oga über viele Kilometer hinweg und auch um die Erdkrümmung herum Möwen abgeschossen, die dann schließlich auf dem Schiff der Strohpiratenbande gelandet sind. Deswegen sieht man da auf jeden Fall, dass Van Oga egal ist, ob andere Lebewesen durch ihn sterben, deswegen auch eben sehr wahrscheinlich andere Menschen. Und ich denke, die Schneckenteufelsfrucht vom Modell Konus Augur würde zu Van Augur, also Van Oga, perfekt passen. Wie gesagt, das hier ist räuberisch und giftig, was auch sehr gut zu Van Oga passt. Und wenn man sich auch mal Bilder anschaut von der Auguren-Seeschnecke, dann könnte man sich schon sehr gut Van Oga darin vorstellen, denn eben die Schnecke hat einen großen Fühler, der rausguckt, ähnlich wie beispielsweise auch das Gewehr von Van Oga. Und somit würde Van Oga bei dieser Sortenfrucht durch das Haus der Schnecke einen Panzer haben, wodurch er defensiv eben sehr viel stärker werden würde, weil er eben körperlich, so wie es aussieht, eben nicht so stark ist. Durch die Sortenfrucht, durch eben den Panzer des Hauses, wäre Van Oga auf jeden Fall defensiv geschützt und er könnte auch sein Gewehr rausstecken, genauso wie auch eine normale Schnecke seine Fühler raussteckt. Und deshalb kann ich mir bei Van Oga auf jeden Fall eine Seeschneckenteufelsfrucht vorstellen, was wie gesagt eben sehr gut passt wegen dem Namen Van Augur und Augurschnecke. Der Kommandant des 4. Schiffes von der Blackbeard-Piratenbande ist Avalo Pizarro. Er gilt als ehemaliger König des North Blue, hat dabei blaue Haare und wirkt dabei sehr ähnlich so wie auch eine Katze. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass er aus dem Impidon befreit wurde durch das Battle Royale im Level 6 und deswegen haben wir bei Avalo Pizarro eigentlich schon die Garantie dafür, dass er sehr viel drauf haben wird, weil er eben zu den stärksten Gefangenen des schlimmsten Levels des Impidon gehörte und dabei ist so das Impidon das größte Gefängnis der Welt, deswegen können wir davon ausgehen, dass es neben Avalo Pizarro und den anderen drei legendären Gefangenen wahrscheinlich keine stärkeren Charaktere mehr gibt in irgendwelchen Gefängnissen der Weltregierung generell. Das heißt, Avalo Pizarro ist auf jeden Fall extrem stark. Dabei war er wie gesagt ein König im North Blue, hat dabei blaue Haare, sein Mantel wirkt sehr ähnlich so wie auch das Muster des Fells eines Tiers, das wir alle kennen. Er hat dazu beispielsweise einen Schnurrbart, sehr ähnliche Augen wie auch die Augen einer Katze und er lacht auch mit dem japanischen Wort Nia und dabei trägt das japanische Wort Nia die gleiche Bedeutung wie auch das deutsche Wort Miau und deswegen gehe ich auch bei Avalo Pizarro davon aus, dass er eine Sohrenfrucht hat und zwar eine Katzenfrucht. Und dabei, wie gesagt, ein König im North Blue, das würde perfekt zu Katzen passen, denn wir wissen ja auch beispielsweise, dass man Löwen als Könige der Tierwelt bezeichnet und dabei sind Löwen eben Katzen, was gut zu Avalo Pizarro passen könnte. Dazu passt sein Schnurrbart generell zu Katzen, dazu die Augen von Avalo Pizarro, die eben sehr katzenähnlich sind und auch am Muster von Avalo Pizarros Mantel erkennen wir, dass er sehr wahrscheinlich etwas zu tun hat mit einer Katze und zwar mit einem Schneeleoparden. Und dabei gehe ich auch davon aus, dass Avalo Pizarro die Schneeleopardenfrucht bekommen wird, denn die Verbindungen zur Katze sind natürlich eindeutig, die habe ich gerade aufgezählt. Dazu kommt noch, dass Avalo Pizarro eben König war im North Blue und dabei leben auch Schneeleoparden natürlich im Norden in der Kälte, was perfekt zum North Blue passen würde. Dazu auch die blauen Haare von Avalo Pizarro. Die blaue Farbe stellt eben die Kälte dar, was eben auch sehr gut zu einem Schneeleoparden passen würde, der ja auch nur in Schneeregionen lebt und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Avalo Pizarro eben die Schneeleopardenteufelsfrucht hat. Und das wäre auch der perfekte Gegensatz zu Katharina Devon, denn sie hat eben eine mystische Hundefrucht, bei Avalo Pizarro wäre es eben eine Katzenfrucht, was eben somit auch ein perfekter Gegensatz wäre von Katharina Devon zu Avalo Pizarro, die auch beide durch das Battle Royale im Level 6 des Impidon, das von Blackbeard veranstaltet wurde, entkommen sind. Der Kommandant des 5. Schiffes ist Raffet. Von Raffet wissen wir, dass er sich Flügel wachsen lassen kann und somit auch eben fliegen kann. Dabei wurde von Oda im Birika Databook gesagt, dass Raffet nicht unbedingt eine Frucht haben wird. Das heißt, seine Flügel, auf die sich hier Oda bezogen hat, können auch rein theoretisch natürlich gewachsen sein, also ohne den Einfluss einer Teufelsfrucht. Deswegen gibt es viele Theorien, was für eine Frucht Raffet haben könnte. Die bekannteste Theorie zu Raffet ist auf jeden Fall, dass Raffet die Sirenenfrucht haben könnte. Das wäre eine mystische Sornfrucht. Und das liegt daran, dass Sirenen zum einen ein weibliches Erscheinungsbild haben, ähnlich wie auch Raffet, der geschminkt ist, der lange Haare hat, deswegen auf jeden Fall feminin wirkt, vor allem natürlich für einen männlichen Charakter. Deswegen würde das schon mal passen. Dazu kommt noch, dass Sirenen hypnotisieren können. Das gleiche gilt auch für Raffet. Wir haben erfahren, als die Blackbeard-Piraten auf Marineford aufgetaucht sind, dass sie nur durch Raffet dort auftauchen konnten, weil er die Marinesoldaten am Tor der Gerechtigkeit hypnotisieren konnte, sodass diese auch jedes Schiff passieren lassen bis nach Marineford. Somit kamen auch die Blackbeard-Piraten eben bis dahin und somit würde auch das zur Sirene passen und dazu kommt auch noch, dass Sirenen an sich vogelartige Wesen sind, bzw. sein sollen, deswegen würden auch die Vogelfähigkeiten von Raffet dazu passen. Ich persönlich glaube eher nicht, dass Raffet eine mystische Sornfrucht hat. Er wird auf jeden Fall eine Teufelsfrucht haben, deswegen er fliegen kann. Ich denke, dass Oda uns mit dieser Aussage, dass es nicht unbedingt eine Frucht sein müsste, getrollt hat, weil ich jetzt nicht erwarte, dass Raffet kein Mensch ist oder sowas. Also schätze ich schon, dass dieses Flügelwachsen von Raffet schon aufgrund der Teufelsfrucht passiert ist. Und ich gehe ganz klassisch, ich gehe davon aus,
dass Raffet die Taubenfrucht hat. Also eine normale Vogelfrucht vom Modell Taube, was sie erstmal langweilig anhören mag, wäre an sich sehr passend zu Raffet, denn wir sehen an Raffet eben aufgrund seines Zylinders, aufgrund seines Stocks, aufgrund seiner Schminke, dass es schon sehr ähnlich aussieht wie ein Magier. Und somit wäre es sehr gut vorstellbar, dass Raffet als Magier die Taubenfrucht hat, was natürlich sehr gut zu einem Magier passt. Wir sehen beispielsweise bei seiner Rede auf Marineford, als er eben gesagt hat zu einem Marinesoldaten, schauen Sie hier, Blackbeard ist nun damit zwei Teufelsfrüchten. Da hat er vor tausenden von Leuten ganz frei gesprochen, was schon darauf schließen lässt, dass Raffet eine Person ist, die gut vor einer großen Menge sprechen kann, beziehungsweise eben seinen Job erledigen kann. Und dazu kommt ja noch, wie vorhin erwähnt, dass Raffet hypnotisieren kann. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Raffet eben damals ein Magier war, noch bevor er beispielsweise Sheriff war, beziehungsweise währenddessen er Sheriff war, könnte er auch Magier gewesen sein. Und somit könnte ich mir auch vorstellen, dass Raffet als Magier eben die Taubenfrucht haben könnte. Das würde vor allem sehr gut passen, weil Magier natürlich dafür bekannt sind, dass sie aus ihrem Zylinder, den eben auch Raffet hat, auf wundersame Art und Weise Tauben herauslassen können. Somit wäre, wie gesagt, die Taubenfrucht aus meiner Sicht für Raffet am wahrscheinlichsten. Die Kapitänin des 6. Schiffes von der Blackbeard Piratenbande ist Katharina Devon. Wir kennen schon ihre Teufelsfrucht, und zwar die mystische Hundefrucht vom Modell 9-schwänziger Fuchs. Damit kann sich Devon andere Leute verwandeln und auch sehr wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wir haben beispielsweise gesehen, dass sie sich auch in den Fuchs verwandeln kann. Sie ist zwar damals in Kapitel 925 nicht komplett in die Fuchsform gegangen, wir haben aber dennoch den Schwanz gesehen, beziehungsweise eben die 9 Schwänze aus ihrer Sornform. Dabei kann man sich natürlich fragen, seit wann hat Devon eben diese Teufelsfrucht? Hat sie diese Frucht erst seit kurzem oder schon sehr viel länger? Ich persönlich glaube, sie hat sie erst seit kurzem, denn wir haben gesehen, als die Blackbeard-Piraten von Imperion geflohen sind, beziehungsweise nach dem Marineford-Krieg haben wir gesehen, dass die Blackbeard-Piraten auf einer brennenden Insel waren, und da hat Devon gesagt, dass sie eine Insel besuchen möchte, um sich neue Kleidung zu kaufen. Und wenn eben gerade Devon sowas sagt, dann ergibt das, wie ich finde, schon sehr viel Sinn, dass sie eben damals noch nicht ihre QB-Frucht hatte, also sich eben noch nicht in andere Personen verwandeln konnte und sie somit auch nicht andere Kleidung erzeugen konnte. Dabei ist auch die Frage, wie sich Devon in andere Personen verwandeln kann, also muss sie beispielsweise die anderen Leute töten, wie eben Absalom, oder reicht beispielsweise eine Berührung oder das reine Sehen dieser Person. Das wissen wir nicht, es wäre auf jeden Fall sehr spannend herauszufinden, wie Devons Teufelsfrucht eben funktioniert. Sie wird auf jeden Fall eine der stärksten Früchte sein, die in One Piece existieren, wie ich denke, weil es eben eine mystische Sornfrucht ist, und das gerade bei einem starken Mitglied von der Blackbeard Piratenbande. Also wie gesagt, Katharina Devon, die Kapitänin des 6. Schiffes der Blackbeard Piratenbande, hat die mystische Hundefrucht vom Modell 9-schwänziger Fuchs. Der Kapitän des 7. Schiffes der Blackbeard Piratenbande ist San Juan Wolf, das Riesenschlachtschiff. Wir wissen von ihm auf jeden Fall, dass er schon eine Teufelsfrucht besitzt und dass er diese Teufelsfrucht schon seit längerem hatte, also noch bevor er sich den Blackbeard Piraten angeschlossen hat. Denn San Juan Wolf wurde zwar als normaler Riese geboren im West Blue, aber durch seine Teufelsfrucht wurde er zur größten Person in ganz One Piece, denn San Juan Wolf ist heutzutage 180 Meter groß. Als reiner Größenvergleich, das ist ungefähr 8 bis 9 mal größer als normale Riesen eben werden. Beispielsweise ist Hayrodin 22 Meter groß, San Juan Wolf im Vergleich 180 Meter. Er kann somit auch, obwohl er eine Teufelsfrucht gegessen hat, durch das Meer laufen, also seine Füße erreichen auf jeden Fall den Meeresgrund. Das zeigt auf jeden Fall, wie groß eben San Juan Wolf ist und auch wie stark er ist, denn er kann eben durch das Meer ganz einfach laufen. Er wird zwar wahrscheinlich durch das Meer geschwächt, weil er eben ein Teufelsfruchtnutzer ist, deswegen wäre es, wie ich finde, auch sehr spannend zu sehen, wie San Juan Wolf eigentlich drauf ist, wenn er sich nicht im Wasser befindet, also wie er drauf ist, wenn er wirklich an Land kämpfen muss. Und ich schätze, dass ein San Juan Wolf dort auch wirklich sehr gefährlich werden könnte, beziehungsweise, dass er an Land komplett in Amok laufen könnte, weil er eben dann, was eben für ihn nicht normal ist, voller Energie strotzen könnte. Beispielsweise könnte das auch der Grund dafür sein, weswegen San Juan Wolf eben das Battle Royale im Level 6 überstanden hat, weil er eben im Impeldown, wo kein Wasser da war, seine wahre Stärke zeigen konnte. Wir haben dabei aber auch in Kapitel 925 und in Kapitel 956 einen Blick auf die Basis der Blackbeard Piraten gesehen, und zwar auf Beehive, und da wurde San Juan Wolf nicht dargestellt, obwohl wir einen Blick von außen auf die Insel gesehen haben. Das heißt, normalerweise, wenn sich San Juan Wolf in seiner normalen Form dort befinden würde, dann hätten wir ihn auf jeden Fall gesehen. Das war nicht der Fall. Deswegen wird es entweder so sein, dass San Juan Wolf ein Bote bzw. ein Spion ist von Blackbeard oder sowas, was aber aufgrund seiner Größe mit 180 Metern sehr unwahrscheinlich ist, oder was, wie ich finde, sehr viel wahrscheinlicher wäre, dass sich San Juan Wolf auch sehr viel kleiner machen kann, dass er sich beispielsweise auch auf Beehive befunden hat oder eben woanders, aber dann eben beispielsweise mit einer Größe von 1,80 Meter oder 2 Metern, was für One Piece auf jeden Fall normale Verhältnisse sind. Somit gehe ich davon aus, dass San Juan Wolf eben eine größten Teufelsfrucht hat, damit eben unfassbar groß wurde, warum auch immer, aber sich auf jeden Fall auch sehr viel kleiner machen kann. Der Kapitän des 8. Schiffes der Blackbeard Piratenbande ist Vasco Shot, und ich gehe bei Vasco Shot davon aus, dass er die Geisterfrucht von Perona bekommen wird, also genau von Perona,
die sich bei Miok befunden hat und mit der auch Zoro sein Timeskip verbracht hat. Denn Perona ist gerade auf dem Weg zu Gecko Moria, ihrem ehemaligen Kapitän. Und wo befindet sich gerade Gecko Moria? Natürlich bei den Blackbeard-Piraten. Und somit wäre es auch sehr wahrscheinlich, dass Perona bei den Blackbeard-Piraten auftauchen wird. Genauso wie auch Absalom, ihr ehemaliger Kollege. Und auch genauso wie Absalom dort getötet wird. Denn wir wissen von Katharina Devon, dass ihr Hobby es ist, die Köpfe von hübschen Frauen zu sammeln und somit auch hübsche Frauen zu töten und zu köpfen. Und was geht bei Perona? Wir wissen auf jeden Fall, dass sie in der Welt von One Piece als schön erachtet wird. Beispielsweise haben wir auch bei Sanji gesehen auf dem Sabaody-Archipel, dass sie ihm eben sehr gut gefallen hat. Deswegen wird sie auch sehr wahrscheinlich in den Augen von Katharina Devon eine hübsche Frau sein, die eben bei den Blackbeard-Piraten nichts zu suchen hat, dabei aber eben eine sehr interessante Teufelsfrucht hat und deswegen wird sie sie eben auf jeden Fall töten, wie ich denke. Dabei können wir auf der Coverpage von Chapter 902 sehen, dass dort die Blackbeard-Piraten als Süßigkeiten dargestellt worden sind und der Name der Coverpage ist Sweetbusters, eine Verbindung zu den Ghostbusters natürlich. Das sehen wir in den Klamotten von den Strohpiraten, die als Ghostbuster verkleidet sind und wir sehen da eben ganz eindeutig extrem viele Blackbeard-Piraten. Beispielsweise auf der linken Seite sehen wir einen Keks mit blauen Haaren, mit zwei Hörnern, so wie es aussieht, in den Haaren drin und auch mit zwei Pistolen. Und das Ganze wird natürlich Avalo Pizarro darstellen, der auch zwei Hörner hat, natürlich auch blaue Haare hat, deswegen auch sehr gut dazu passt. Beispielsweise sehen wir noch dazu eine Wolke am Fliegen mit einem Zylinder. Erinnert natürlich sehr stark an Raffet. Dazu unten rechts ein Keks, der sich die Hand vom Mund hält. Natürlich eine ganz klare Parallele zu San Juan Wolf. Neben dem Keks sehen wir einen Geist mit einem Hut, der schon sehr stark an Shiryu erinnert. Beispielsweise auch oben in der Mitte sehen wir eine Frau, eine Gelee-artige Frau mit einem Schwert, das so wie es aussieht topft. Daneben sehen wir drei Fledermäuse als Beispiel von Gecko Moria. Und ganz links als grüne Schleimmonster sehen wir Vaskoschott. Und Vaskoschott ist dabei die einzige Süßigkeit auf dieser Coverpage, beziehungsweise er ist der einzige Blackbeard-Pirat auf dieser Coverpage, der eine ganz klare Verbindung hat zu einem Ghostbusters-Geist und zwar zu Slimer. Denn Slimer ist ein grüner Geist aus den Ghostbusters-Teilen und das Hobby von Slimer ist es, extrem viel zu essen. Was wissen wir zu Vaskoschott? Sein Hobby ist eben extrem viel zu trinken, also Alkohol. Aber was haben wir auf Marineford gesehen? Da haben wir gesehen, dass der Saufbold Vaskoschott, so wie auch genannt wird, der Viehtrinker Vaskoschott, gegen den Vielfraß der roter Piratenbande dargestellt wurde und zwar gegen Lucky Lou. Und somit wird Vaskoschott, wie ich denke, auf jeden Fall auch der drittstärkste von Blackbeards Piratenbande sein, weil sein Gegner eben auf Marineford, so wie es dargestellt wurde, Lucky Lou ist. Und Lucky Lou ist eben auch sehr wahrscheinlich der drittstärkste von den roter Piraten. Somit ergibt auch die Verbindung zu den Ghostbusters-Teilen Sinn, denn Slimer ist eben ein grüner Geist, der sehr viel isst, genauso wie eben auch Lucky Lou, der grün gekleidet ist und eben auch extrem viel isst. Das wäre schon mal die Verbindung zu Vaskoschott vom drittstärksten der roter Piratenbande. Somit wäre es auch, wie ich denke, sehr wahrscheinlich, dass Vaskoschott auch selber der drittstärkste von der Blackbeard-Piratenbande ist. Und was ist bei Perona? Auch Perona ist sehr wahrscheinlich damals die drittstärkste von Morias Piratenbande gewesen. Und dabei sehen wir beispielsweise, dass der zweitstärkste von Morias Piratenbande, und zwar eben Absalom, von dem Blackbeard-Piraten getötet wurde. Und der zweitstärkste der Blackbeard-Piraten hat eben diese Teufelsfrucht bekommen, und zwar Shiryu. Und somit können wir es auf die drittstärkste der Moria-Piratenbande übertragen, und zwar eben Perona. Und ihre Teufelsfrucht wird eben der drittstärkste der Blackbeard-Piratenbande bekommen, und zwar eben Vaskoschott. Somit wäre auch die Verbindung zur Coverpage natürlich ganz eindeutig, weil Vaskoschott der einzige von den Blackbeard-Piraten ist, der eine große Verbindung hat zu den Ghostbusters. Und was geht eben bei Perona natürlich? Sie ist die Nutzerin von der Geisterfrucht, was natürlich die Verbindung ist zu den Ghostbusters. Somit können wir Vaskoschott mit Perona verbinden. Und wir sehen beispielsweise auch auf dieser Coverpage, dass die Süßigkeit, die Katharina Devon darstellen soll, eben ein tropfendes Schwert in der Hand hat. Und das könnte eben sehr gut dazu passen, dass Katharina Devon mit ihrem Schwert Perona töten bzw. köpfen wird. Und deshalb eben auch das Schwert von ihr tropfen wird, weil sie eben Perona getötet hat. Was wie gesagt eben auch sehr gut zu ihrem Hobby passt. Und somit würde Vaskoschott Geister erschaffen können, dabei aber nicht depressive Geister, wie sie eben zu Perona passen, sondern besoffene Geister. Also der aktuelle Zustand von Vaskoschott würde sich auf seinen Gegner übertragen und das wäre eben der alkoholisierte Zustand. So, und der Kommandant des 9. Schiffes der Blackbeard-Piratenbande ist Doc Hugh und Doc Hugh wird auf jeden Fall eine Teufelsfrucht noch bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass er eine Krankheitsfrucht hat. Es wurde beispielsweise im Bivica-Databook von Oda selbst bestätigt, dass Doc Hugh schon seit seiner Geburt sehr gebrechlich und schwach ist. Und seit seiner Kindheit ist Doc Hugh auch unheilbar krank. Somit gehe ich davon aus, dass Doc Hugh durch äußere Faktoren krank wurde, aber eben nicht durch eine Teufelsfrucht. Ich finde auch generell, eine Krankheitsfrucht für Doc Hugh oder eine Alkoholfrucht für Vaskoschott wären einfach viel zu offensichtliche Dinge, die Oda niemals machen würde, weil sie erstens relativ wenig Sinn ergeben und zweitens schon jeder einmal bedacht hat. Somit wird das eben, wie ich denke, nicht der Fall sein. Entweder wird Doc Hugh, wie ich denke, die Giftfrucht von Magellan bekommen, denn es könnte sein, dass sich die Blackbeard-Piraten an Magellan rächen möchten. Zum einen haben
haben wie die eine Hälfte der Blackbeard-Piraten, die damals in das Impedon eingebrochen ist. Die hast du natürlich mal geladen deswegen, weil er sie damals fast getötet hat. Und die andere Hälfte aus Blackbeards Piratenbande sollte Magellan auch hassen, weil sie von Magellan eben eingesperrt wurden. Also Vasco Shot, Avalo Pizarro, San Juan Wolf, Katarina Devon gehörten zu den vier legendären Gefangenen aus dem Level 6. Und dazu kommt noch Shiryu, der durch Magellan inhaftiert wurde bzw. in den Knast gesteckt wurde. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn sich beispielsweise wieder die Blackbeard-Piraten nach Impedon begeben, dass sie dort auch Magellan töten würden und damit auch die Giftfrucht bzw. im Japanischen die Doku Doku no Mi einen neuen Nutzer finden wird, und zwar Doku, und somit hätte eben Doku die Doku Doku no Mi, also eben die Frucht von Magellan, die Giftfrucht, die zu einem Doku auf jeden Fall sehr gut passen sollte. Deswegen wäre das schon mal eine Möglichkeit, aber es gäbe noch andere Möglichkeiten. Beispielsweise die Gasfrucht von Caesar, die habe ich persönlich auch sehr hohen Kurs gehabt bei Doku. Andererseits haben wir erst vor kurzem erfahren, dass sich Caesar der Germa, so wie es aussieht, angeschlossen hat. Und ich denke, wenn eben Oda so einen Storystrang wieder aufbaut, dann wird Caesar fürs Erste eben nicht mehr sterben. Und somit wird auch Doku nicht mehr die Gasfrucht von Caesar bekommen. Und somit ist die Teufelsfrucht, die, wie ich denke, bei Doku am höchsten im Kurs ist, die Wendigo-Frucht, also eine mystische Zornfrucht. Der Wendigo ist ein mystisches Wesen aus der Anishinaabe-Kultur aus Kanada, was eine Parallele wäre zu Chopper, denn zu Chopper wissen wir, dass wenn er aus unserer Echtwelt kommen würde, dann wäre er aus Kanada, und genauso eben auch der Wendigo aus der Anishinaabe-Kultur aus Kanada. Dazu sehen die meisten Darstellungen eines Wendigos genauso aus wie Monster Chopper, aber eben noch viel, viel schlimmer, also beispielsweise mit sehr viel Blut außen dran, mit abstehenden Knochen oder auch mit verrottetem Fleisch. Also so gesehen wäre Doku mit der Wendigo-Frucht, die Horror-Variante von Monster Chopper, eben viel, viel schlimmer. Somit würde das, wie ich finde, sehr gut passen zu Doku, dem möglicherweise letztem Gegner von Chopper. Dazu waren Wendigos laut den Überlieferungen entweder so Monster Chopper-artig eben in Horror-Variante oder tote Menschen, so gesehen Zombies. Und das würde auch sehr gut zu Doku passen, denn Doku steht auf jeden Fall den Tod an sich da. Doku ist heutzutage 28 Jahre alt, also vor dem Timeskip war Doku 26 Jahre alt. Und wir haben ihn auch das letzte Mal vor dem Timeskip gesehen, das heißt, Doku mit seinem Aussehen war erst Mitte 20. Und sowas ist natürlich nicht normal, und das stellt natürlich perfekt den Tod an sich dar. Doku wird ja auch beispielsweise der Sensenmann genannt, deswegen wäre die Verbindung von Doku zu einem toten Menschen natürlich sehr gut vorstellbar. Dazu kommen noch, dass die ersten Berichte über Wendigos von amerikanischen Ureinwohnern stammen. Und woran denkt man natürlich als erstes, wenn man an amerikanische Ureinwohner bzw. an Indianer denkt? Natürlich an Gesichtstattoos. Und genau das passt auch zu Doku, denn er gehört zu den wenigen Personen in ganz One Piece, die Gesichtstattoos besitzen. Somit wäre das auf jeden Fall noch eine Verbindung. Außerdem soll das Herz von Wendigos aus Eis bestehen, was eine Verbindung wäre zu Choppers Heimat, und zwar Drum bzw. Sakura, eine Winterinsel, auf der es eben sehr viel Eis und Schnee gibt. Und die letzte Sache noch dazu, wir wissen eben, dass Gecko Moria vor kurzem bei Blackbeard aufgetaucht ist, und zu Wendigos wissen wir auch, dass sie Zombies erschaffen können und befehligen können, und das passt eben sehr gut zu Moria, denn Dr. Hawkback ist nicht dabei, so wie es aussieht, und somit braucht Moria eben einen neuen Arzt bzw. einen neuen Chirurgen, um Zombies zu erstellen, und somit wäre eben Doc Q derjenige, der mit Moria die Zombies erstellt, was eben sehr gut zu dem Wendigo passt, weil er eben Zombies erschaffen kann, und somit könnte er natürlich auch die Zombies befehligen, weil er zu den Meistern gehört von den Zombies. Deswegen wäre momentan, wie ich denke, die mystische Zornfrucht vom Modell Wendigo bei Doc Q am wahrscheinlichsten. Was ich hier noch zum Schluss sagen wollte, ist, dass die Blackbeard-Piraten vor allem auf Spionage aus sind. Das sehen wir in der Frucht von Katarina Devon oder beispielsweise von Shiryu. Deswegen glaube ich auch, dass viele andere Teufelsfrüchte von den Blackbeard-Piraten sich auch zur Spionage eignen müssen. Dazu würde eben die Größenfrucht von San Juan Wolf passen, weil es sich eben winzig machen könnte. Dazu würde die Geisterfrucht von Pirona bzw. Beidig von Vasco Shot passen. Dazu würde beispielsweise auch die Taubenfrucht von Raffid passen, weil eine Taube eben nicht auffällig ist. Oder auch die Schneckenfrucht von Van Oga, weil er sich eben im Haus der Schnecke verstecken könnte. Und auch eine Schnecke an sich nicht unbedingt das auffälligste Tier ist. Somit wären das auf jeden Fall meine Prognosen für die neuen Teufelsfrüchte der Blackbeard-Piratenbande. Aber ja Leute, wenn euch das Video gefallen haben sollte, könnt ihr natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und wie am Anfang erwähnt, ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne mit dem Code SHOSUI5 bei Holy Energy das Probierpaket bestellen und dabei auch 5 Euro sparen. Aber ja Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr bis hier dabei wart, und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.